einen kleinen habe ich noch zur Unterstützung der Atheistischen Volksfront in Bochum. Ja, heute am Karfreitag darf man das. Die Atheistischen Volksfronten unterstützen. Ein kleiner Dialog, den manche vielleicht kennen. Ich versuche ihn mit verstellter Stimme auch zu spielen. Kuhstall in Bethlehem, 2 Uhr morgens. Das wird schon wissend genickt. Ja. Da hat er teils 2000 Jahre Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten. Ja. Wer seid ihr? Wir sind die Heiligen Drei Könige. Was? Wir sind die drei Weisen aus dem Morgenland. Und dann schleicht ihr morgens um 2 in einem Kuhstall herum, als hättet ihr nichts Besseres zu tun? Was soll daran weise sein? Wir sind Astrologen. Wir kommen aus dem Osten. Jungs, wollt ihr mich verarschen? Wir kommen, um das Kindlein zu preisen. Wir wollen ihm in dieser heiligen Nacht huldigen. Was? Huldigen? Ihr seid wohl besoffen. Das ist ja ekelhaft. Raus mit euch, raus, raus! Nein! Hier reinzuplatzen mit eurem Gequatsche über orientalische Wahrsager. Verschwindet! Edle Jungfrau. Verschwindet und preist irgendein anderes Gehör. Wir folgen einem Stern. Sternhagel voll seid ihr. Verpisst euch! Nein, wir müssen ihn sehen. Wir haben Geschenke mitgebracht. Was? Gold, Weihrauch und Myrrhe. So. Das hättet ihr auch gleich sagen können. Er liegt da drüben. Entschuldigen Sie, aber ich bin nicht zum Aufräumen gekommen. Sagen Sie, wie war das mit der Myrrhe? Was ist das für ein Zeug? Das ist ein wertvoller Balsam. Ja, ein Balsam? Ich will nicht hoffen, dass es was Ansteckendes ist, euer Balsam. Was? Keuchhusten und Masern kenne ich, aber Balsam klingt gefährlich. Das ist es nicht. Ich hörte von Bazillen, die Fühler haben und beißen. Nein, 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 es ist eine Salbe. Ich glaube, ich habe von so einer Krankheit gehört. Oder habe ich es nur geträumt? So, ihr seid Astrologen, wie? Also, was ist der? Hm? Was für ein Tierkreiszeichen ist der? Hm. Steinbock. Ah, Steinbock. Hm. Wie sind die so? Oh, er ist der Sohn Gottes. Unser Messias, König der Juden. Sind alle Steinböcke Könige? Nein, 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 das ist nur er. Ah, ach so. Ich meinte ja nur, weil es jede Menge Steinböcke gibt. Welchen Namen soll er tragen? Hm. Brian. Wir beten dich an, O Brian, der du der Herr über uns bist. Gelobet seist du, Brian, der gütige Herr, unser Vater. Amen. Macht ihr sowas öfter? Was? Na, dieses Preisen. Nein, nein. Na gut. Wenn Sie mal wieder in der Gegend sind, können Sie auf einen Sprung vorbeikommen. Und vielen Dank für das Gold und den Weihrauch, ja? Aber diese Myrrhe, das Zeug, das könnt ihr euch das nächste Mal in die Haare schmieren. Also, Shalom dann. Tschüss, Servus, Ciao. Viel Spaß bei Masterplan B.